Herzlichst willkommen bei Lady Natchi. Du hast auf mich gewartet? Ja, da bin ich. Baustelle erledigt. Aber warum treffen wir uns eigentlich jetzt gerade? Kopfnase, Erkältung. Stimmt, da war doch was. Ja, aber im Moment sind ja auch wirklich alle irgendwie damit beschäftigt. Ja. Ich verstehe eigentlich das Problem nicht. Meine Oma hat schon immer gesagt, Kind, die Schnupfnass kommt 3 Tage, die bleibt 3 Tage und die geht 3 Tage. Und Oma hatte immer recht. Wir sind aber in der heutigen Zeit der Meinung, wir wären schlauer, wir wüssten mehr über unseren Körper und können ihn mal eben schnell austricksen. Nee, kannst du nicht. So ein Virus, der ja meistens dafür zuständig ist, der bleibt. Der macht es sich gemütlich. Und wenn er dann noch ein Bakterium mit dabei hat, ja, dann bleiben die vielleicht auch noch mal 2, 3 Tage länger. Vor allen Dingen, wenn du so bestimmte, bekloppte Dinge machst, die ja online Wunder versprechen. Aber selbst die musst du ja noch nicht mal machen. Es gibt so ganz einfache Dinge, wenn du die nicht einhältst und deinem Körper nichts Gutes tust, dann rächt er sich. Es gibt erstmal das Stoppschild, dann gibt es noch eine Verwarnung und noch eine Verwarnung. Ja, und dann liegst du flach. Und dann liegst du so richtig flach. Und dann hast du ein Problem. Und damit du das Problem erst gar nicht hast oder nicht mehr haben wirst, oder am besten Fall dir den Schnupfen nicht einfängst. Ich glaube, deswegen quatschen wir heute, ne? Und dann würde ich sagen, legen wir mal mit einem der wichtigsten Themen überhaupt los. Zu wenig Ruhe. Ich sag ja auch ganz gerne Superheldenmodus. Stell den ab. Den brauchst du dann nicht, wenn du erkältet bist. Dein Körper, der kämpft gegen Viren und der braucht so viel Energie dafür. Dein Immunsystem ist geschwächt. Und man weiß heute, 3 Stunden zu wenig Schlaf und dein Immunsystem ist geschwächt. Also kannst du das einmal als vorbeugende Maßnahme ansehen und als Maßnahme, du bist verschnupft, erkältet, geh eher ins Bett, erhol dich, leg die Füße hoch, spar deine Energie, Decke über den Kappes. Kappes hatten wir schon mal, ne? Ist der Kopf. Und dann guck dir deine Lieblingsserie an. Nimm dir Zeit dafür. Und nur mach einfach die Augen zu und mach Schläfchen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Dein Körper wird es dir wirklich danken. Glaub es mir. Das ist die beste Medizin. Die gibt es nicht auf Rezept. Du kannst die jederzeit abrufen. Gehörst du auch zu denen, die dann schnell zum Doktor laufen? Oh, Herr Doktor, ich bin so erkältet, Kopfschmerzen, mir geht es gar nicht gut. Und der Herr Doktor dann gerne schon mal fragt, kommt es denn auch bunt raus? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und dann lasst ihr euch Antibiotikum verschreiben und dann hofft ihr, dass ihr schnell gesund werdet. Passiert aber nicht, weil auch Viren gerne gelben Schnodder fabrizieren. So, was haben wir alle gelernt? Antibiotikum und Viren. Die Viren sind die Gewinner. Wir haben nichts, was die Viren tötet. Was macht aber jetzt die Einnahme von dem Antibiotikum? Es zerstört deine Darmflora. Und dein Darm ist eines der wichtigsten Organe, die du in deinem Körper hast. Der muss gesund sein. Und damit machst du ihn krank. Du schwächst wieder dein Immunsystem und dein Körper hat noch mehr zu kämpfen. Lass das Antibiotikum beiseite. Wenn du zum Arzt gehst, dann geh zum Arzt, weil du über 39 Fieber hast, Gliederschmerzen und es dir so richtig, richtig scheiße geht. Aber wirklich scheiße geht und nicht. Ich jammer ja auch gerne mal rum, ne? Weil
Nase zu ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Halsschmerzen, alles kein Problem. Aber Schnupfen oder wenn die Nase wie so ein Wasserfall läuft, oh Gott, da kriege ich die Krise. Dafür muss ich aber nicht den Arzt belästigen. 3 Tage kommen, 3 Tage bleiben, 3 Tage gehen. Also Finger weg vom Antibiotikum, auch wenn ihr noch irgendwelche Reste im Schrank findet und das Haltbarkeitsdatum noch stimmt. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Ihr macht mehr kaputt, wie das ihr gut macht. Euer Körper wird es euch danken. Du schaust mir jetzt mal ganz tief in die Augen. Mhm. Wie viel hast du heute schon getrunken? Sei ehrlich. Mhm. Das, was jetzt kommt, das ist eine vorbeugende Maßnahme und auch eine der wichtigsten Maßnahmen bei Schnupfnase, Erkältung, Grippe und wie so diese ganzen Erscheinungen heißen. Trinken. Flüssigkeitsaufnahme. Ja, jetzt wirst du lächeln und sagen, was will die denn jetzt von mir? Mhm. Jeder Mensch ist anders, keine Frage. Und wir brauchen nicht alle gleich viel. Aber eine steht fest. Der Körper braucht Flüssigkeit. Nahrungsmittel, ach, da kannst du ein paar Wochen drauf verzichten. Flüssigkeit? Nein. Und der größte Feind bei Erkältung, man sagt im Fachjargon auch Dehydratation dazu, heißt einfach langsam austrocknen. Die Viren müssen rausgespült werden. Ja, und jetzt stellst du dir die Frage, wie viel soll ich denn jetzt trinken, Naschi? Das ist ganz einfach. Das machen Sportler gerne. Morgens, wenn du pieseln gehst, dann ist der Urin schön konzentriert. Der hat eine tolle Farbe, so schön orange-gelb. Und er sollte in einer relativ kurzen Zeit anfangen, immer klarer zu werden. Muss nicht wasserklar sein, so minimalgelb gefärbt. Dann befindest du dich auf dem richtigen Weg von der Flüssigkeitsaufnahme. Und das halte einfach den ganzen Tag bei. Und dann hast du gewonnen. Und es ist ja nicht nur Wasser, was du trinken sollst. Trink eine Brühe, einen leckeren Tee. Auch ein Käffchen gehört, wenn er nicht aus Milch besteht, nur zur Flüssigkeit. Also, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Also, vergiss das Trinken nicht. Damit wir zwei jetzt zum Abschluss kommen und das Thema eventuelle Fehltritte bei Schnüpfchen und Erkältung abschließen können. Also guck einfach, dass du deinem Körper genug Ruhe gönnst, dass du nicht zu früh wieder arbeiten gehst. Du solltest wirklich fit sein. Lass dich von niemandem unter Druck setzen. Denn das andere ist ja, du steckst ja auch andere wieder an. Und da hat ja keiner Bock drauf. Und dann kommt das wie so ein Ping-Pong-Ball wieder zurück. Nee, muss nicht sein. Schau, dass du genug trinkst. Was Vernünftiges isst, kein Junkfood. Bitte wirklich nicht. Leicht verdauliche Speisen. Ja, und wenn es nicht unbedingt sein muss, belästige nicht den Onkel Doktor. Und konsumiere kein Antibiotikum. Wirklich nur, wenn es sein muss und du nachweislich ein Bakterium gerade in deinem Körper hast, der für diese Party sorgt. Aber nicht, wenn es ein Virus ist. So, und dann werden wir uns jetzt gleich mal um den Spaß kümmern. Wie stärkst du dein Immunsystem? Also, kleine Auszüge davon. Aber schon mal so 2, 3 Sachen. Vielleicht sagst du auch, Naschi, wusste ich alles schon. Okay, dann haben wir einfach nur gequatscht und beziehungsweise ich gequatscht, du hast mir zugehört. Vielleicht sagst du auch, ach, echt? Cool, probiere ich aus. Dann geben wir mal Gas, ne? Tja, dann wären wir jetzt für dich mal bei dem spannenden Thema, ne? Wie trainierst du dein Immunsystem? Eigentlich logisch. Und dann für die meisten doch wieder nicht so logisch. Da wäre jetzt die erste Frage, wie sieht's mit deiner Ernährung aus? Hier kann ich dir nur empfehlen, guck,
dass da viele Vitamine drin sind, Mineralstoffe. Das unterstützt und boostert das System. Vitamin C, Vitamin D, Zink, Eisen, Selen. Findest du in Obst und Gemüse, in Vollkornprodukten, Nüsse. Sehr geiles Produkt. Samen. Eiweißreich muss es sein. Denn, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Schlüssel, warum das so wichtig ist. Das ist die Darmgesundheit. Denn, wusstest du, dass, naja, so knapp 70% der körpereigenen Abwehrzellen im Darm wohnen? Ja, die wohnen da. Da gibt es nämlich auch so einen schönen Spruch. Denk immer daran, ein gesunder Darm ist wie ein guter Freund. Immer unterstützend, lebenswichtig und man sollte ihn niemals ärgern. Also pflegt eure Darmflora, damit sie euch auch pflegt. Ja, und das trifft den Nagel auf den Kopf. Ist die nicht gesund, bist du nicht gesund. Das kommt nicht heute, das kommt nicht morgen, aber das kommt. Und da wären wir nämlich dann bei dem nächsten Punkt. Wann hast du das letzte Mal dir Zeit für dich genommen? Achtsamkeit für dich und deinen Körper. Wann warst du das letzte Mal mit deinem Körper beim TÜV? Ja, du hast richtig gehört. Beim TÜV, beim Onkel Doktor. Einmal Check-up. Dein Auto oder dein Fahrrad oder dein Moped lässt du ja auch nicht einfach draußen rumstehen und langsam vor sich hinrotten. Und wenn dann mal was dran ist, ja, dann gehst du ab in die Werkstatt und die sagen dann, sorry, wo ist denn dein Checkheft? Ja, Checkheft für unseren Körper gibt es nicht. Aber das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ab zum TÜV, lasst euch einmal im Jahr durchchecken, falls da irgendwas nicht ganz so richtig ist. Und dann Ruhe. Einfach auch mal Nein sagen, wenn man abends K.O. ist und von der Arbeit kommt. Nicht auf jeder Party mit rumtanzen. Oder wenn man in einer Beziehung lebt, nicht alles mitmachen. Einfach auch mal chillen können. Denn Stress kann irgendwann, wenn man ihn nicht erkennt, auch zu chronischem Stress werden. Und auch das schwächt irgendwann wieder dein Immunsystem. Warst du vielleicht schon mal beim Yoga? Oder geh regelmäßig zum Krafttraining. Irgendetwas, was dich runterholt, deinen Tag schön ausgleicht, abrundet. Was so ein Aha-Moment ist. Und man danach glücklich und zufrieden ins Bettchen steigt und sagen kann, boah, das war ein schöner Tag. Und auch wenn hier und da heute ein bisschen was in die Buchse gegangen ist, egal. Heute ist heute und morgen ist morgen. Ja. Und wenn du dann am nächsten Morgen aufstehst, dann denkst du natürlich als allererstes an Lady Nashi. Denn die hat dir gesagt, das Wichtigste ist Flüssigkeitsaufnahme. Denn was hast du in der Nacht nicht gemacht? Flüssigkeit zu dir genommen. Also Gläschen Wasser nehmen, noch vor dem Zähneputzen. Und einfach ein Schlückchen Wasser. So, 300 Milliliter wären schon mal super. Ein bisschen mehr wäre noch toller, aber dafür kriegst du von mir auch schon so 2, 3 oder 4 Fleischsternchen. Ja, und dann hast du für deinen Körper und für dich schon verdammt viel getan. Ja, wir könnten uns jetzt noch über Rauchen und Alkohol unterhalten. Muss jeder für sich selber wissen. Ich glaube, da weiß jeder, Rauchen, Alkohol ist nicht der Burner. Speziell Alkohol ist für den Körper das Ausrufen des Ausnahmezustandes. Da wird Gift reintransportiert und alles hört erstmal auf. Und jeder ist damit beschäftigt, diesen Mist aus dem Körper herauszukriegen.
Ja, auch ich trinke gerne mal einen Gin. Also von daher hebe ich da mein Fingerchen jetzt nicht so hoch und das Rauchen für die Lunge nicht gut ist und man irgendwann auch mal diese schöne Raucherlunge, auch COPD, bekommen kann. Das wissen, glaube ich, mittlerweile alle. Ja, und was kann man sonst noch machen, um sich selber so ein bisschen zu schützen? Hygiene. Ja, so ganz simple Sachen. Regelmäßig das Händchen waschen. Und wenn man kranke Personen in seinem Umfeld hat, ja, dann sollte man vielleicht auch mal ein bisschen Abstand halten und nicht noch knuddeln und knutschen. Ja. Oder wenn man so wie ich heute einkaufen geht und da steht dann so eine Vollnuss in vor der Kühlung, niest, kann man ja nichts für, aber niest in die Handfläche, grapscht danach an die Tür, öffnet die Türe und grapscht an meinen Kokosjoghurt. Ja, ihr glaubt doch nicht, dass ich noch Kokosjoghurt gekauft habe. Ich habe nur gesagt und habe mich umgedreht und bin gegangen. Genau da schaffen wir dann die Probleme, die Verbreitung. Und eigentlich haben wir das doch alle in der Zeit, wo dieses kleine Monster mit dem Namen C durch die Weltgeschichte rannte, gelernt. Ja, damit kannst du dein Immunsystem schützen, boostern. Ich habe aber natürlich auch noch so ein paar Tipps und Tricks, die du, wenn du doch schon Schnüpfchen hast, vielleicht das Immunsystem so ein bisschen ankitzeln kannst. So ein bisschen. Ach, und ich habe auch noch vergessen, wenn ihr euer Immunsystem so richtig schön auch noch trainieren wollt, Sauna. Sauna ist eine ganz feine Sache. Wenn ihr keine Saunagänger seid, dann fangt aber bitte erst im Frühjahr damit an, wenn es nicht mehr so kalt ist. Und dann zum Sommer rein, gerne auch durch den Sommer durch. Und dann ab in den Winter, weil das Immunsystem muss so ein bisschen trainiert werden, was dieses Kalt und Warm angeht. Sonst könnte das irgendwann auch zu einem Schnüpfchen führen. Ja, und, ach, was ich auch noch vergessen habe, Bewegung, Bewegung. Aber versteht sich, glaube ich, von selber. Jeden Tag so halbe Stündchen bis Stündchen draußen laufen. Super. So, und dann kram ich jetzt mal so ein paar kleine Tipps heraus, die so ein bisschen helfen könnten. Ich denke, die werden euch Spaß machen. Also, bevor ich dir jetzt so zwei, drei Sachen erzähle, auch wenn du sie vielleicht schon kennst, würde ich doch einfach mal sagen, wir fragen doch mal mein Schätzchen, was nimmt der eigentlich so? Oder was macht der denn? Naschi, wo bist du? Naschi! Hallo Schatzi, warum suchst du mich? War doch beim Sport. Was möchtest du denn wissen? Ja, da bist du ja endlich. Ich wollte doch nur von dir wissen. Oder kannst du mal sagen, was nimmst du, um dich zu schützen und dich zu boostern? Ich sprühe mich doch immer mit Immuntella ein. Dann lachst du doch immer und sagst, ich rieche wie eine Currypflanze. Ja, und was machst du abends gerne? Und abends gehe ich gerne in die heiße Badewanne. Zeit für mich. Und jetzt habe ich keine Zeit. Ich gehe jetzt in die Sauna. Tschüss, bis später. Tschüss, mein Schatz. Ach, Schatzi, hast du eigentlich schon die Hühnersuppe fertig? Na klar, habe ich die Hühnersuppe schon fertig. Er ist ja schon echt süß, ne? Tja, jetzt hast du so Begriffe gehört wie mit Immuntella einsprühen, Hühnersuppe. Die ist, glaube ich, bei jedem ein Begriff. Und jetzt habe ich mal auf die Uhr geguckt. Wir haben jetzt 20 Minuten durch. Und ich würde sagen, wir machen dazu ein extra Video. Und dann zeige ich vielleicht auch mal so zwei, drei Handgriffe, wie man bestimmte Dinge macht. Und wo man beim Einkauf drauf achtet. Denn das ist auch nicht unerheblich. Und dann würde ich sagen, du freust dich auf mich. Und ich freue mich auf dich.